Als nächsten Redner kann ich euch einen Menschen oder eine Person ankündigen, die hat sich schon sehr lange und an höchster Stelle, nämlich im Deutschen Bundestag, für die Legalisierung von Cannabis stark gemacht und hat wirklich sehr gute Drogenpolitik innerhalb der Linken gemacht, ist auch für die Drogenpolitik verantwortlich der Linken, der Nema Mawassad von den Linken, Bundestagsabgeordneter. Herzlich willkommen. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, ich freue mich wieder hier zu sein. Endlich wieder Hanfparade, endlich wieder laut die Stimme erheben für die Legalisierung von Cannabis. Dafür streitet die Linke, dafür kämpfen wir jeden Tag auch im Bundestag. Und wir werden heute auch laut die Stimme zusammen erheben hier in Berlin, damit Cannabis endlich legal wird. Es gibt ja jetzt so einen neuen Move von Daniela Ludwig, unserer Bundesdrogenbeauftragten, hochkompetente Person, glaubt sie, glaube ich, selber jedenfalls. Sie hat jetzt letztens bei der Vorstellung des BKA-Rauschgiftberichtes behauptet, dass die Drogenlegalisierung ja eine Lifestyle-Debatte sei. Die Frage der Cannabis-Legalisierung als Lifestyle-Debatte. Das ist natürlich absurd, das ist sehr absurd, wenn man bedenkt, dass ja die Kriminalisierung von Cannabis massive Folgen hat, die weit über irgendwelche Lifestyle-Gedanken hinausgehen. 80% aller Strafverfahren beziehen sich auf konsumnahe Delikte. Die Polizei jagt irgendwelche kleinen Kiffer im Park und dann wird so getan, als ob das die organisierte Kriminalität ist, die man da bekämpft. Mitnichten ist das der Fall. Es ist alle 2 Minuten wird jemand wegen eines konsumnahen Deliktes strafrechtlich verfolgt. Fast 200.000 Fälle pro Jahr. Es ist auch völlig klar, wenn das wegfallen würde, wie viele Kapazitäten bei Polizei, Staatsanwaltschaften und Gerichten frei werden würden, endlich mal die großen Fische zu fangen, zum Beispiel die Cum-Ex-Betrüger. Das wäre mal sinnvoller Einsatz für die Polizei. Die ganze Cannabis-Debatte ist auch deshalb keine Lifestyle-Debatte, weil mit der Kriminalisierung ja massive Folgen einhergehen. Zum Beispiel die Gefahr, seinen Führerschein zu verlieren und dann auch seinen Job zu verlieren, weil man nicht mehr zur Arbeit kommt. Oder in Knast zu gehen, Geldstrafen zu zahlen. All das sind massive Folgen für Menschen. Und deshalb ist die Kriminalisierung ein massiver Eingriff in die Freiheitsrechte. Und wir sagen als Linke auch, es ist verfassungswidrig. Und wir hoffen, dass nächstes Jahr endlich das Bundesverfassungsgericht über die Normkontrollklage vom Richter Müller entscheiden wird und endlich entscheiden wird, dass das Verbot verfassungswidrig ist. Die Verbotsbefürworter behaupten dann noch, Cannabis sei eine Einstiegsdroge. Das sagen sie wirklich noch im Bundestag, das trauen sie sich noch zu sagen. Witzigerweise, in den 80er Jahren eine Studie, Kleibert-Studie, kam zum Ergebnis, Cannabis ist keine Einstiegsdroge. Wissenschaftlich evident belegt. Vor 40 Jahre später behaupten die Konservativen immer noch dasselbe. Das zeigt eben auch, wie wenig lernfähig sie sind. Die Studie wurde übrigens, das ist jetzt die Pointe, von Horst Seehofer in Auftrag gegeben. Das ist, finde ich, nochmal sehr bezeichnend. Und dann sagen noch die Verbotsbefürworter, ja, mit dem Cannabisverbot schützen wir doch die Gesundheit. Das ist nun auch wirklich Verarsche hoch 10, ja, wenn man bedenkt, dass man zurzeit auf dem illegalen Markt mit synthetischen Cannabinoiden zugeschüttet wird. Wir hatten schon die Bleifälle, Glassplitter etc. Das ist doch nicht gut für die Gesundheit. Eine Legalisierung bedeutet, dass der Staat die regulatorischen Vorgaben macht und dann weiß man, wenn man Cannabis kauft, was drin ist und das ist auch besser für die Gesundheit. Ich will auch noch was zum medizinischen Cannabis kurz sagen. Wir haben ja seit 4 Jahren Cannabis als Medizin. Ich finde, das ist übrigens ein guter Zwischenschritt Richtung Legalisierung. Das große Problem bei dieser Cannabis als Medizingeschichte ist ja, dass die Krankenkassen immer noch zu 40% der Fälle die Anträge ablehnen. Das ist absurd. Im Gesetz steht, dass im Regelfall genehmigt werden soll und die Krankenkassen lehnen massenweise die Anträge ab. Da sagen wir als Linke auch ganz klar, wenn ein Arzt Cannabis als Medizin verschreibt, dann muss das Rezept auch gelten. Liebe Cannabis-Freundinnen und Freunde, dieses Jahr ist Bundestagswahl, ihr seid gefragt, ihr müsst wählen gehen und ihr solltet euch auch, also ich sag mal sozusagen Augen auf bei der Wahl. Wir als Linke, wir setzen uns wie gesagt ganz entschieden für die Legalisierung ein und wir werden auch mit keiner Partei koalieren, die nicht für die Legalisierung von Cannabis ist.
Das kann man nun von einigen unserer Konkurrentinnen und Konkurrenten, mit denen wir durchaus zusammenarbeiten würden, also mit SPD und Grünen, ja nicht behaupten. Also auch da kann ich nur sagen, Augen auf. Wir wollen vor allem ein nicht kommerzielles Modell, das heißt Cannabis Social Clubs, weil das sozusagen den Vorteil hat, dass nicht große börsennotierte Unternehmen den Markt übernehmen, sondern dass es sozusagen mitgliederorientierte Vereine sind, die für ihre Mitglieder Cannabis anbauen. Das finde ich auch ganz wichtig, dass wir das nicht zum neuen großen Marktsegment machen. Wir sagen ganz klar, Schluss mit der Bevormundung, gibt es Hanf endlich frei, es reicht mit dem Verbot. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Niemer.